Ich hoffe, ich erhalte die Erlaubnis, ihn zu besuchen. Vielen Dank für das Foto. Es bedeutet mir so viel. Scheiße. Okay, wir sollen nach links. Alter, nicht schon wieder. So. Okay, wir bleiben erstmal hier. Alter. Alter, okay, wir müssen weiter. Frage ist, was ist mit Emil? Puh. Warten. So, weiter, weiter, weiter. Scheiße. So, go, go, go. Wo fliegt die hin? Da rein, okay. Oh, ist das übel. So, weiter, 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 weiter. Achtung! So, jetzt. Scheiße! Alter! Oh, wow, wow, wenn hier eine Bombe reinfliegt. Wahrscheinlich wird das gleich passieren, kann ich mir vorstellen. So, drehen. So. Boah. Scheiße! Boah, ist das gemein. Konnte ich... Oh nein, nicht schon wieder. Aufpassen, erstmal muss das weggesprengt werden hier. So, jetzt können wir. So. Go, go, go. Schnell, 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 schnell. Weiter. So. Werden die erstmal. Alarm ist vorbei. Angriff. Okay, ich muss irgendwas mit der Kiste machen, Leute. Ich hab schon verstanden. Ah, nach vorne schieben kann ich die, glaube ich, nicht, ne? Ah, doch. Nee, weiter bekomme ich sie nicht. Okay, dann muss ich nach links schieben und dann einfach mal schauen. Da oben ist irgendwas. Seil oder so. Ah, okay, alles klar. So. Ah, guck mal da. Mist. Hab ich nicht getroffen? So, hier müsste es abpassen. Bam! Freddy hat's hier gelöst. Immer noch mehr nicht. Ist ja nichts passiert. Hier liegt was. Brief eines tunesischen Soldaten, 21. Februar 1916. Lieber Vater, liebe Familie, mir ist kalt. Das Land, das wir verteidigen, ist eisig und von Schnee bedeckt. Der Boden ist so festgefroren, dass er härter als Stein ist. Wir können nicht graben, die Kälte ist so stark, dass sogar meine Hände brennen. Ich hoffe, bei uns im Dorf steht alles zum Besten und du erhältst noch die Hälfte meines Soldes. Sage mir Bescheid, falls es nicht so ist. Ahmet. Okay. So, war ja wichtig, den Brief mal zu lesen. Können weitermachen, Leute. So, das ist kein Problem. So, hier. Also ohne Freddy wären die echt aufgeschmissen, ne? Weiter geht's. Liegt eine Münze. Ah, wir haben noch einen Stock. Explodiert das jetzt? Wenn ich... Ne, ich löse es erstmal aus. Das ist wahrscheinlich besser. Weil ich kann das auch schieben, ne? Moment. Brauchen wir Werkzeug dafür, hm? Okay, das bringt nichts. Hätte das sein können. Werkzeug, 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 Werkzeug. Okay, da müssen wir mal gucken. Da müsste ja irgendwo was liegen. Eigentlich. Aber hier war ja nichts mehr gewesen. Ah, doch. Okay. Ah, soll das ein Rad sein, oder? Weiß es nicht. Gucken mal.
Die können ruhig auch mal ein bisschen mithelfen, oder? Ah, okay, jetzt verstehe ich, das ist einfach nur ein Rad. Ich dachte, das wäre irgendeine, weiß ich nicht, eine Münze oder so, die auf dem Boden liegt. So. Ah, nee, wisst ihr was? Eine bessere Idee. Achtung. Und jetzt loslassen. Bam. Ja, ihr seid alle eine große Hilfe. So, da oben liegt irgendwas. Sieht aus wie Bomben. Nee, oder? Scheiße, jetzt brauche ich den Stock wieder, habe ich so den Eindruck. Moment, hier geht's nicht weiter. Okay, dann müssen wir nochmal zurückgucken. Wahrscheinlich muss ich den Stock wieder aufheben. Ah, hier ist ein Stöcke, okay. Wisst ihr? Mal sehen, ob das was bringt. Okay, alles klar, wir müssen uns jetzt durchgraben zu den Raketen. Reicht das schon? Wunderbar. So, weiter geht's. Scheiße. Weiter? Ich hoffe, die rennen jetzt nicht alle in den Tod, weil ich hier freigeräumt habe oder so. So. Und weiter geht's. Ruckel, ruckel, ruckel. Ich hatte gerade ziemlich einen Hardcore-Ruckler hier gehabt. Ah, läuft noch alles. So, ich weiß nicht wie, aber da oben ist irgendein Wagen. Scheiße, 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 scheiße! Das war dumm. Das war dumm. Okay, wir sind wieder hier. So. Das hat nichts gebracht. Kann ich den irgendwie hier reinwerfen? Ja genau, da wird er nämlich übelst schwer, der Wagen, und dann, das habe ich mir vorgestellt. So, hätten wir. Einmal lasse ich noch schießen. So, weiter, 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 weiter. Go, go, go. Oh nein! Okay, ich muss dann noch einen Stock drauf werfen, wie es aussieht. Oh, jetzt muss ich das nochmal machen. Okay, alles klar, wir wissen ja, wie es jetzt geht. So. Nochmal. Nochmal. Scheiße, nicht getroffen. So, hätten wir. Ja, man muss es mittlerweile auch schon ein bisschen besser timen, wenn man losläuft hier. So, sehr gut. Problem gelöst. War ich wieder ein bisschen zu voreilig gewesen. So. Oh nein. Oben ist eine Glocke. Alter. Okay. So, Emil ist auch noch alles heil. Wunderbar. Ja, okay. Bring mal bitte so eine Granate. So, dankeschön. Merci beaucoup. Und gucken wir mal. Hier ist nichts. Boah. Okay. Ich hoffe, das klappt. So. Jetzt können wir das wahrscheinlich wieder irgendwo anbringen hier, schätze ich mal. Wartet mal eben. Okay, krieg ich noch nicht auf.
Ich muss da irgendwie hoch, wie es aussieht. An die Leiter komme ich doch nicht hoch, so. Jetzt komme ich hoch. Windmühle. Mhm. Okay. Ja, ist schon klar, ich muss das Rad da hinkriegen, aber... Okay, also er hat uns wahrscheinlich die Koordinaten gegeben, wo wir da hinballern sollen oder so, aber erstmal muss ich das Rad hier hochbekommen. Ah, okay, ich hab's verstanden, da ist so ein Ding. Womit ich das wahrscheinlich rüberbekomme. Gucken wir mal. Das ist noch nicht richtig. Also ja, ich muss es bestimmt mit dem Ding machen, aber... Okay. Ja, aber was sprengen will ich hier eigentlich nicht, oder? Was haben wir denn da? Ah, sehr gut, Schlüssel. Ah, da liegt wieder was. Das geht doch bestimmt dann wieder hoch, oder? Komme ich nicht weiter. Ich habe Angst, jetzt hier irgendwie weiter zu buddeln. Okay, darf ich doch, Gott sei Dank. Nee, geh mal wieder her. Ah, hier ist nichts mehr. Geh mal bitte hier hin. Ich will nur gucken, ob ich hier noch was aufheben kann. Nee, kann ich nicht. Dass hier gar nichts mehr ist, wundert mich ein bisschen. Na gut, dann buddeln wir uns in den Dress auch noch weg, meinetwegen. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Sinn hat, dass hier... Lass mal los? Okay. Muss mal gucken, was wir damit machen können. Ach ja, klar, das brauchen wir zum Beladen dann. Ich verstehe. So, wir schließen das Ding jetzt erstmal auf. Mal sehen, ob ich dann schlauer werde. Irgendwas Sinnvolles wird da schon drin sein. Ah, alles klar, okay. Verstanden. So. Waren hier? Jetzt brauchen wir Munition. So, ist erstmal gut. Das ist dann der nächste Schritt und dann, okay, alles klar. Soweit bin ich jetzt schon mal. Jetzt müssen wir irgendwie die Munition dann noch rüberbekommen. Ich habe noch nicht ganz kapiert, wofür das Rad hier ist, um ehrlich zu sein. Was ist mal los? Das ist irgendwie befestigen, aber das bringt mir ja auch nichts eigentlich. Also mal eben. Hier ran? Alles klar. Okay, cool. So. Komm mal runter, bitte. Du willst ja ganz sicher nicht die Munition sein. Bin jetzt hier rüber. Ah, hast cool gemacht auf jeden Fall. Also natürlich sind es immer wieder die gleichen Mechanismen, aber ich finde es trotzdem spaßig. Und interessant auch irgendwie. Ja? Soll ich jetzt laden? Zielen? Windmühle hat er gesagt. Wo ist denn hier die Windmühle? Da hinten. Feuer. Das war nix. Ich treffe nicht. Das gibt's doch gar nicht. Okay, ein bisschen links von der Windmühle. Über den Bäumen, okay, nördlich von den Bäumen. Was sind hier noch Bäume? Hier sind noch Bäume. Hier komme ich gar nicht so weit rüber. Moment mal eben. Rechts von der Windmühle. Über den Bäumen. Meint er die Bäume hier? Okay, jetzt habe ich... Das war richtig gewesen, denke ich.
Gezielte Schüsse ermöglichten es Freddy und seinem Regiment, die hintere Linie unbeschadet zu erreichen. Juhu! Gezielte Schüsse ist gut. Bravo, Freddy! Bill, thank you very much, my friend. Als die Militäroberen von ihrem mutigen Einsatz erfuhren, beschloss man, die beiden Freunde für ihre Tapferkeit auszuzeichnen. Emil hatte gute Nachrichten von Anna erhalten. Karl erholte sich langsam und konnte schon wieder laufen. Unterdessen zog sich die Schlacht von Verdun in die Länge und wurde immer blutiger. Die Zahl der Toten stieg unaufhaltsam. 70.000 pro Monat. Nahezu ein Franzose und ein Deutscher pro Minute. Und das 10 Monate lang, Tag und Nacht. Mai 1916. Emils Bataillon wurde ausgesandt, um Fort Douaumont zurückzuerobern. Eine Schlüsselstellung in der deutschen Verteidigung. Mai 1916, Douaumont, Frankreich. So, wir gucken mal eben. Fort Douaumont und dann haben wir noch die Flammenwerfer. Im Februar 1915 kamen die ersten Flammenwerfer zum Einsatz. Auch wenn die Zahl der Soldaten, die dieser Waffe zum Opfer fielen, überschaubar ist, war ihre psychologische Wirkung verheerend. Zuerst wurde die Waffe von den Deutschen eingesetzt, doch dauerte es nicht lange, bis Franzosen und Briten vergleichbare Waffen besaßen. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Waffe waren beschränkt, aber die Angst, die sie verbreitete, war umso größer. Das kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Und die ist auch noch dabei. Na, schauen wir mal. Hier sind Minen oder was? Also ich würde mich jetzt einfach mal dahin buddeln, wo kein Skelettschild hin zeigt. Okay, da ist irgendwas. Wird wahrscheinlich warten, bis da kein Rauch durchkommt. So, jetzt schnell. Schnell. So, hoch, jetzt nach oben, nach oben. So. Mal runter. Okay, da oben ist schon wieder Beschuss. Wo ist denn der Hund jetzt? Ach, der ist da unten. Okay. Lenk den mal bitte ab hier. Sehr gut. So, Hunde. So. Na, ja, der Kutter voll in unsere Richtung, oder? Scheiße. Nein, du hast uns nicht gesehen. So, ich halte mal eben aus schnell. Okay, hab'n. Jojojojo, ich guck gerade nochmal unten, ob hier noch was ist. Hier mal einen Hebel. Okay, geh mal hier drauf. So. Können wir uns hier verkleiden oder was? Nee. Ah, okay, Dummies. Ich überlege nur gerade, was das jetzt bringen soll mit den Dummies.
Ich hau den erstmal hier hin. Das können wir aufschieben. Das ist schon ein bisschen komplizierter hier, das Rätsel, hm? Ah, okay, wir müssen das wieder entzünden, sehe ich gerade. Dann können wir den erstmal ausschalten. So, was haben wir denn hier? Leere Holzkiste. Ah, ich gehe mal ein bisschen runter. Der Typ nervt gerade. So, jetzt. Eine leere Holzkiste wurde von einem deutschen Soldaten als Gepäck genutzt. Koffer waren noch nicht weit verbreitet und ärmere Soldaten packten ihre Sachen für den Krieg in einen Ranzen oder in Holzkisten. Okay. Ja, das bringt uns aber erstmal gar nichts, glaube ich. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir am Feuer kommen. Das hat bestimmt... Ah, wir können die Dummies hochmachen. Ich habe eine Idee. Ja, du kannst eigentlich oben bleiben. Ah, komm mal, ich hab Angst, dass er den Hund jetzt entzündet, ey. So, runter mit ihr wieder. Das ist doch scheiße. Der hat ihn jetzt komplett zerstört, den Dummy. Ich dachte, ich kriege jetzt ein bisschen Feuer. Aber, okay, ich habe eine Idee. Vielleicht müssen wir das mit dem Holz einfach mal machen. Das wird so sein. Also, es ist schon ein bisschen mehr diesmal jetzt hier, was man machen muss, was man denken muss. Mal gucken. Ja, ganz schön schwer, das Ding. Gleich haben wir es. So. Dann hoch mit ihr. Ah, wisst ihr was? Ich muss noch unten Dummy noch drauf. Ich hab's verstanden. Hätte sein können, dass er da auch jetzt übelst erschreckt vor diesem Topf mit Holz drin. Sieht auch gruselig aus. So. Okay, jetzt hier drauf einfach. So.